So Leute, hallihallo und herzlich willkommen. Neue Runde, neues Glück heute wieder mal mit Ezreal, weil letztes Mal lief es ja so gut. Na, letztes Mal lief es wirklich nicht schlecht. Nee, keine Ahnung. Und wir haben einen Rengar mit First Blood. Auf der Top Lane. Ja, ich glaube, Jax wird Spaß haben. Da haben wir einen Ekko im Jungle, Janna, Botlane. Wir spielen gegen Vayne Thresh. Wenn ich mich nicht umhacken lasse, dann wird Vayne leiden auf Doom. Haben wir sie in der Vayne im mich gepickt? Das verstehe ich, um ehrlich zu sein, nicht, weil die wird leiden. Also, wenn die es nicht völlig verkackte Kacke wird, die leiden. Das Einzige, was ich ein bisschen unglücklich bin über den Pick, ist Zed. Keine Ahnung, ich mag Zed aber nicht, weil wir haben einfach keinen magischen Schaden. Ah, doch, Echo, ein bisschen. Aber ansonsten null magischen Schaden. Aber wirklich null magischen Schaden. Also ja, meinen magischen Schaden, aber ansonsten null. Und das führt dann halt so zu Sachen wie. Ja, die bauen einfach mal formell hoch 3 und wrecken uns dadurch. Schön, dass du dir überhaupt dennoch mitnimmst, den Hit. Wäre auch sonst blöde gewesen, ne? Oh, der Trader ging auf jeden Fall an dich. Auch gut, dass du Minion-Hits nimmst, aber das ist immer sehr gut für Wayne. Ein bisschen Angst. Ich will eigentlich Level. Nein! Nein! Danke. Ich habe ihn mit Last Hit verpasst. No. Also ein Zeus. Wayne farmt echt gut. Geh nach Hause. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ja, der Hook war auf jeden Fall erste Klasse. Das war ein erste Klasse Hook. Jax, no Flash. Weiß halt nicht, wie hart ich engagen soll. Ob ich engagen soll. Also wenn ich nie farme, dann werde ich immer outtraded, outscaled, gefistet, gekillt. Geh nach Hause. 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 Back. Hallo. Das war ein Next Level der Q von mir. Aber überhaupt nicht daneben. Ach, geh nach Hause bitte. Ne? Wow, der Trade. Das war der Trade, der das. Alter. Willst du mich nerven eigentlich? Nicht sterben. Liebe Janna. Oh Gott. No. Oh, meine Linse. Meine Linse. Die linst. Gut, dass ich wieder fast full life bin. Nope. Ich glaube, ich muss pushen. Who needs a map? Ich will eigentlich mindestens Sheen haben. Ja, wenn ich nicht Sheen habe, dann willst du mich auch traden. Das will ich nicht. Genauso. So, natürlich, diese Wave ist zwar super greedy. Weil eigentlich ist Janna hat noch Mana. Weiß nicht, ob ich jetzt dadurch fast mehr CS verlieren werde.
als wenn ich so auf Abdeck gegangen wäre. Und einfach die Träne geholt habe. Hätte. Habe. Tun. Überhaupt. Aber. Keine Ahnung. Es dünkt mich besser. Und ich werde natürlich. Was werde ich bauen? Ich habe immer überlegt, ob ich den Eisgeborenen, also Frozen Gauntlet, baue. Weil eigentlich macht das wenig Sinn. Eigentlich macht. Was baue ich? Frozen Gauntlet oder baue ich. Trinity. Trinity habe ich das letzte Mal gebaut. Die war eigentlich echt nicht schlecht. Schau mal, kannst du die Wave? Nein, kannst du nicht. Okay. Na gut. Oh, der Q. No. No. Good trade. Schöner Trade, though. Ich einfach nur den Sheen Frog aufrecht oder drauf bringen. Hallo. Aus. Mit der Welt gegankt und gekillt. Oh, ich glaube, ich sollte mir so ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gleich was angestiefelt kommt, das ich nicht angestiefelt haben will. Um ehrlich zu sein. Ich kann weggehen. Ich will Träne. Ich hole mir Träne. Kann sie sich ein bisschen hochfarmen zwar. Also ich kann dann halt ein bisschen farmen, aber desto schneller ich Träne baue, desto besser. Weil desto schneller habe ich dann meinen Mana Mune. Ich habe wirklich die Überlegung, baue ich mir ein Frozen Gauntlet oder baue ich es nicht. Ich kann natürlich Frozen Gauntlet bauen und dann Blade. Wird vielleicht was Sinn machen, hier einen Blade zu bauen. Ich muss mir mal überlegen, wie ich das baue. Ich glaube, Fiddle ist irgendwo hier. Viertel ist nicht hier. Die reagieren die aber ein bisschen komisch. Ah, du hast mich genau in ihn gekickt. Ich brauch
Rose geachtet. Aber das war gar nicht gut von ihr. Da hat sie mich genau. Also war nicht gut von mir auch nicht, aber sie hat mich genau in den Trash gekickt. Respektive, ich dachte, also hätte sie halt in meinen Back. Also in die Backwave hier gekickt. Ich kann es mir dann quasi überlegen, was ich mache. Lucky? Bitte? Nope. Schade. Es war auch super unlucky. Ist halt, sie hat einen Ignite dabei, der Trash. Und die Janna hat einen Exhaust dabei. Und das Ignite ist, haben wir 1 gegen 1 viel besser. Da bedanken wir uns für den Drake. Hätten wir wahrscheinlich auch, hätte ich vielleicht einen Kill rausbekommen. Das war mir ein bisschen zu unsicher, zu unsafe. Ehrlich zu sein. Was hat sie denn jetzt? Was hat er sich dabei gedacht? Ich gedacht, yo, ich huck da mal durch die Minions durch. Viel Farmer Wayne 101, ich habe 87. Schade. Eigentlich müsste ich die Lane dominieren. Minion, kannst du aufhören, mir in den Weg zu springen? Das wäre super. Dann lässt du einfach mal den Trash den Schaden fressen. War da eine Pink von uns? Nee. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Steht. Im Teil habe ich noch ein bisschen Probleme mit dem Smallcast. Obwohl ich schon so lange benutze, aber es ist einfach wirklich Umgewöhnung auf Doom. Aber muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich mit unserer Team-Combo echt glücklich. Nur mit dem Echo-Pick, da habe ich meine Zweifel im Moment noch. Du solltest da weg. Da bist du echt ziemlich in der Schusslinie. Ja, vom Farmer bin ich behind. 20 sogar. Herr Viertel ist halt 3-3 und Echo ist 2-1. Er macht kein schlechtes Spiel, aber irgendwie bin ich immer nicht so glücklich. Kannst du mal meine Witz. Genau so. Du nervst. Du alte Kackplatze. Jo. Ein Gegner wurde getötet.
Auflaufen. Auflauf, lauf. Nope, du stirbst. Da kommst du nicht weg, Junge. Gleich weiter. Okay, nicht weiter. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn Echo da gleich ein W unter sie gelegt hätte. Also unter Lissandra. Und dann engaged hätte, dann wäre sie super schnell geplatzt, weil. Wir waren nicht echt viel Burst Damage. Oder relativ viel Burst Damage. Oder zumindest ich habe relativ viel Burst Damage. War noch nicht so viel Damage over time. Wieso pingst du mich? Ich habe sie low Half-Life gemacht. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Cooldown. Die nicht hucken lassen, nicht hucken lassen, liebe Charme. Also er ist nämlich der Top von dir, ne? Wenn du dich jetzt hucken lässt, dann auch von mir nebenbei. Who needs a map? Rein vom Stand her sieht eigentlich gar nicht mehr schlecht aus. Da hat sie die Ult völlig gefehlt. Sowas von gefehlt. Also. Da lässt sie sich catchen. Sehr schön im Team. Habe ich leider wieder nicht viel dazu beigetragen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das ist der Viertel. Okay. Hilf doch dem armen Mann. Okay, hilft ihm nicht. Kannst du den nicht killen? Du kannst den killen, oder? Du solltest den killen können. Das ist nicht gut. Es läuft eigentlich alles immer relativ gut und dann verlieren wir aus irgendwelchen Gründen. Die halt nicht sein müssten. Aber wir erinnern uns, beim letzten Game war ich auch 2-2 und hab dann aufgedreht. Hier drüber.
Hast du Ulti? Er hat Ulti. Oh no! Alter, der Damage. LOL. Jo! Da ist aber nochmal jemand unten. Nice. Jo. Nice. Was ist? What the heck? Wieso? Ich meine, es war klar, dass noch drei unten sein müssen. Und mindestens zwei. Weil man hat sie gesehen. Und dann denkst du dir einfach mal kurz, yo. Alles nicht super gefeedete Set. 4-6. Yo. Alter, da ist jemand. Nein. Also hier war jemand, sagen wir es mal so. Aber ist nicht mehr da. Wieso verliert ihr den Fight? Alter, ja, die hätte dich schon wieder engagen können. Also, wenn da Lissandra ein bisschen ballsy ist und engaged, dann ist das jetzt sowas von tot. Also, Damage ist nicht schlecht bei mir. Damage ist wirklich nicht schlecht, aber genau, was ich dort tun soll. Alter, da hat sie mich fast wieder gekillt. Schild mich, schild mich. Schild mich. Die Wave aber mal weggedrückt. Ist okay. Okay. Okay, okay, okay. Oh, der Viertel. Sie hat halt mit der Ulti den Viertel wieder an mich gedrückt. Also sie hat mich mit der Ulti fast gekillt. By the way. Ah, zum Teil kriege ich echt so Hälse bei den Chana-Spielern. Also wenn die Ulti nicht gut platziert ist, richtet sie halt oft mehr Schaden an, als es sie hilft. Alter Echo. Der Farm nützt auf dir nicht so viel wie auf mir. Jetzt habe ich 4 gedrückt. Nee, okay.
Nice, nice, nice. Sehr schön. Das Ganze. Ich will nicht Drake. Um ehrlich zu sein, will ich den Drake haben. Hallo. Okay, dann nicht. Ich bin am Arsch. Ich mach den. Ihr wollt nicht. Okay. So. Farm in der Mitte nehmen. Hallo. Aber wir können... Ich will die eigentlich auch nicht fighten im Moment, um ehrlich zu sein. Weil es mir ein bisschen zu risky ist. Ich weiß nicht, wie gut wir gegen die gewinnen würden. Ob wir überhaupt gewinnen. Ah gut. Ich denke mit der Chana zusammen, wenn sie die Schilder gut spielt. Und die Ulti gut platziert. Dann ja. Aber solches... Nice! Free Derek. Free Dragon. No, ich komm nicht dran. Okay, egal. Eigentlich egal, aber... ist ja wichtig. Werde ich den Tower mitnehmen, wenn möglich. Alter, ist das denn scheiß Ernst? T-Boys. Echt? Kommt so ein scheiß Fiddle-Ulti über die Wand. Ich habe mein Mana-Mono noch nicht fertig. Was ist denn das? Lol, ich habe echt gedacht, ich habe so durchgespammt. Das ist echt so, das täuscht so, wie schnell man die hat oder eben nicht hat. Finde ich zumindest. Das täuscht so hart. Ditch. Eigentlich jetzt gesagt, ich habe die schon lange. Push, 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 push. Einmal flashed. Einmal tot. Ah, der Rengar, der gibt hier super Gas. Ja, können wir kurz auf die Minions warten? Die Minions? Okay, Minions on the way. Der Bump blockt, denn der ist sogar mein Q.
I don't wanna die. Und ich sterbe auch nicht. Heute nicht. Zett schon. Was hab ich denn? Ich hab glaube ich sogar meine Cooldown Reduction Boots Dingens. Oder? Ah, jo. Hab ich auch. Das ist natürlich nice. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was baue ich mir als nächstes? Infinity Edge macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich würde ein Blutdürster fast noch Sinn machen. Weil ich dadurch noch mal einiges mehr an Schaden bekomme. Genauso. Wird dadurch noch einiges mehr an Schaden bekommen. Ich muss mich hier echt konzentrieren ein bisschen. I'm really sorry. Runter leidet das Computer ein bisschen. Keine weniger. Und da geht der letzte auch down. Nice. Ich glaube, wir können sogar beenden. Wenn die Minions ein bisschen schneller kommen würden. Stirb. Sorry, aber das ist mir dann doch zu heikel. Warum Bad Call versuchen zu enden? Hätten einfach versuchen sollen zu gehen. Ah, lol. Wie predicted war denn das bitte? Dann noch schön mit Knight drauf. Nice. Eigentlich müsste ich fast Aufruhr holen, aber das will ich im Moment gerade nicht. Zack. Aber ich hole mir jetzt ein Blutdürster noch, weil ich dadurch nochmal mehr Lifesteal habe. Dann habe ich nochmal eine Chance, mich quasi zu retten durch das Schild. Ja. Ich mache ja vom Damage über das Blade, über die Muramana und über die das Frozen Gone. Frozen Gauntlet. Okay. Also war der vierte Drake. One Drake to go. Da ein bisschen alone in the dark mit Janna. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Das Damage von mir ist echt nicht schlecht, wobei ich glaube, das andere Bild von mir ist besser. Das Gute halt an dem Bild ist, wow, lol, dass ich wirklich ziemlich mobil bin und dadurch halt viel mehr die Chance noch habe, irgendwie zu entkommen, wenn es geht.
kann hier poken auf die. Glaubt es kaum, was ihr mir an Sachen ins Gesicht wirft. Ja, den. Okay. Hat er mich noch gekillt, aber schlussendlich, Wurst. Sieht nicht so schön aus. Ist aber eigentlich egal. Ich glaube, die können finishen. Wenn die schön mitlaufen, können die finishen. Und wenn er jetzt auch noch mitlaufen würde, könnten wir gleich zweimal finishen. Der Set, der noch einen Kill bekommt. Die haben gerade mal das ganze Team quasi 4 gegen 3 gekillt. Sehr nice. Sehr schön gemacht, den Boys. Aber du bist ziemlich tot, glaube ich. Du glaube ich auch. Weil da komme ich mal kurz. Nope. Einer weniger. Bleib hier. Und da haben sie aufgegeben. Ja! Das war das Promo-Game. Und ihr wisst, was das heißt. Das heißt nämlich, dass ihr es nicht seht. Wieso auch immer ihr es nicht seht. Ich verstehe es nicht. Zum Teil funktioniert es. Zum Teil funktioniert es nicht, dass ihr. Wartet mal. Zack. Zack. Ne, ihr seht es nicht. Wie auch immer ihr es nicht seht. Naja, also Gold 1. Willkommen und yo. Nächste Folge dann im Gold 1 Richtung Platin. Hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Runde Ranked. Bye, bye.